Moin, moin. Grand Rouge hier. Wir machen weiter mit Humankind. Und wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich riesig über ein Abo, ein Like und einen Kommentar freuen. Aber denkt dran, ne? Wer das mit den Bienchen und den Blümchen will, muss freundlich sein. Wenn ihr mich live sehen wollt, könnt ihr mal bei Twitch vorbeischauen. Link in der Infobox. Die letzte Folge ist ein bisschen länger geworden. War so spannend. Aber wir sind hier wieder am Kämpfen, am Kriege führen. Gegen die Japaner aus der Endo-Zeit dürften das mittlerweile sein. Ja, Japaner der Endo-Zeit. Die Gelben mal wieder. Ja. Und wir kriegen irgendwie diesen Kampf hier nicht beendet, da ich den Punkt zum Erobern von den Dingern, von denen ich finde. Jetzt mit meinem Armbrustschützen ja seine Schiffe zerstören. Ja, Schiffe zerstören. Schiffe hat. Ja. Können ja mal in unsere Kultur gucken. Okay, unsere Kultur ist stärker als seine. Viel stärker. Ja, stärker als der Grüne. Ah doch, unsere Kultur setzt sich hier gut durch. Sieht gut aus. Ja, wir haben letztens das Myzentum freigeschaltet. Das heißt, wir können mal gucken, was wir jetzt hier alle Boni aktiviert kriegen. Und 2 von 4 haben wir. Hier brauchen wir sogar 6 Stück. Ja, für alle Städte. Ah, okay. Hier muss mehr abbauen. Ne, wir profitieren nur von der Seide jetzt gerade. Von allen anderen profitieren wir noch nicht. 2 von 4. Aktuell 4. I don't get it. Mal die selber abbauen? Ja, hier, die Josen profitieren von den Effekten. Ach so, ich muss wahrscheinlich die Manufakturen drauf pflanzen. Ich muss die Manufakturen draufsetzen. Hier, jetzt sind überall Manufakturen jetzt drauf. Jetzt mal gucken, Tee ist das nächste. Weil jetzt Tee haben. Ja. Okay, ich muss Manufakturen draufsetzen. Hier haben wir hingebaut. Okay, das heißt Manufakturen setzen. Händler aus der Ferne. Bum, bum, bum. Einige heruntergekommene Händler mit merkwürdigen Waren klopfen die Tore von Laventa und verlangen eine Audienz. Sie kommen aus einem fernen Land und sind lange über eine eurer berühmten Handelsrouten gereist. Sie haben angeblich gewinnbringende Waren dabei. Sehen aber mitgenommen oder erschöpft aus. Lassen wir sie ein. Wie sind wir denn gepolt? Abweisen tun wir sie schon mal nicht. Na, wir lassen sie ein. Reaching the end of an ideology axis isn't extremist. Think of it as being focused, yes? Very goal-oriented. Für die ist, ey. Ich habe echt keinen blassen Schimmer mehr. Ich meine, ich kann die jetzt hier totpieksen. Yes.
Verstärkung haben. I don't know. Onward to victory! Let's go! Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hier irgendwo, weil wir echt. Man echt mal. Vielleicht euch da echt verpennt. Na, hallöchen. Wer will sich denn hier durchschummeln? Ah. Tell me about yourself. Droppt. Langsam aber stetig droppt. So viele unentdeckte strategische Ressourcen hier. Another empire has built and gained the vision of the great lighthouse of Alexandria. Maybe they'll let you visit. Aha, Alexandria wurde gebaut. Und wir sind durch mit der Epoche. Lol, die sind jetzt erst hochgekommen. Ich bin schon im nächsten. Da ist gerade eine Kultur in unsere reingekommen. Die sind auch im Mittelalter, ey. Uff. Abgeschlagen haben wir die. Die sind gerade in die Neuzeit eingetreten. Oha. Da sehe ich. Eine kriegerische Dings, die hier aufgeploppt ist. Eine neutrale Fraktion. Sagen, kannst du mal da hinsetzen. Ist gerade Nahrung gebaut. Bist eigentlich mächtig genug. Beiden hier, Alter, ich die zusammenpacke. Let's fucking go. Aber wir könnten erstmal. Industrielle Produktion. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Heeresfinanzierung. Umsetzung. Grundwerte. Will ich denn auch irgendwo jetzt besonders hin? Ich würde halt hier noch gerne Richtung Dings gehen. Richtung Freiheit gehen und hier mich irgendwo manuell festlegen. Entweder auf Geld oder Produktion.
Hilfe für Ordnungserlassung. If different opinions can't be heard, people might end up believing whatever ridiculous things the government says. Nice. 1000 hoch. Pro Runde. Ist gut. So. Hier haben wir die Weiler gebaut. Und jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Nahrung. Vor allem Platz für Leute. Ah, die sind schon echt juicy hier. Die Wissenschaftsdinger sind schon echt juicy. Wir machen hier erstmal Geld. Hey, und zwei haben wir noch. Da soll ich später Dings hin. Ja, und später noch Luxusgüter hin. Ich glaube, hier lohnt gar nicht so richtig. Aber wir können es ja erstmal hier hinsetzen. Ich meine, warum nicht? Ne? Ist ja nicht so, als ob wir jetzt Forschungsprobleme hätten. Jetzt soll es mal dahin. Zieht ja schon wieder was durch. Aber wir sind auch, wir sind gerade so, wie wir es sein müssen. Von der Forschung. Jetzt noch ein Einheitenslot. Dann machst du mir das hier mal noch fertig. Und den besseren Schützen. So, wie lange kann ich hier noch bleiben? Ich kann hier noch bleiben. Da bestimmt auch kapitulieren bald. Ja, muss bald kapitulieren. Osmose-Ereignis. Ihr werdet geplündert. Ja, ja. Das hättest du wohl so gerne, wa? Oh, manuelle Schlacht. Okay, Schützen kommen wir hier hin. Eyes forward! Was? Der durfte da oben starten. Okay. Du hast
Weiler beendet. So, jetzt müssen wir auch den Silberboni haben. Nächste Runde. Hier Stück für Stück mir alles holen. Hier unten noch vor, ein bisschen mehr Nahrung zu holen. Erstmal ganz Standardkram hauen. So, jetzt haben wir den Testlot erforscht. Oh, jetzt habe ich mir eine wegnehmen lassen. Naja, Gott. Das ist ja geil, das Spezialgebäude hier. Ja, für Gold und Produktion. Das ist cool, das Spezialgebäude. Ist auch nicht schlecht. Alter, was ist das denn, Alter? Einfach mal 10 Gold und 10 Wissenschaft. Pro Anzahl an angegliederten Gebieten auf Hauptstadt. Okay. Franzosen, hä? Einfach flat 10% Forschung. Warum nicht, ne? Franzosen. Heiliger Pimpam, ey. Alter Schwede. Okay, die Deutschen haben eine Korkerei. Bevölkerung, Verschmutzung. Ein U-Boot. Italiener. Szenenstabilität der Vergnügungsviertel. Okay. Teatro. Uiuiuiui. Okay. Zirk auf alle Städte. Schwimmender Markt. Geld pro Bevölkerung, ey. Uiuiuiui. Kettling-Elefant. Oder die Zulu. Ach, das ist wieder so eine schwere Entscheidung. Oh, ist wieder so schwer. Was nehmen wir denn hier? Also ich meine, sind wir mal realistisch. Wo wollen wir denn hin? Wir werden jetzt höchstwahrscheinlich den gelben noch rausschmeißen. Hier.
Die werden wir uns noch holen und hier werden wir ihn dann angreifen zum Vasalisieren. Das heißt, wir haben zwei große Blöcke. Das sind dann wir und unser Vasall gegen, ja, gegen den Rest. Tell me about yourself. Er hat halt. You are a sight for sore eyes. Ja. Der blaue kann's hier knicken, der ist. Der zählt nicht, der scheidet aus. Ist dann quasi. Boah, ist das ein Zwei-Fronten-Krieg, ey. Uiuiui, ui, ui. Das wird ein Krieg. Also sowas hier wie Handelsrouten, das können wir mal knicken. Werden wir nicht mehr lange haben. Wir werden bald Lehnsherr sein. 10% Wissenschaft auf alle Städte ist aber auch. Alter, wir werden so abgehen, ey. Alter, dann nochmal Wissenschaft pro Bevölkerung, Alter. Ey, Franzosen gehen ab. Ja, wir nehmen die Franzosen. Ja. Die Ding. The world gets larger, the cities expand, buildings reach higher and roads stretch longer. And yet, the world gets smaller as bridges unite lands. Towns congest and railroads bring distant goods to the doorstep. Anything seems possible in this wondrous future. Though as humankind grows, the planet itself appears to shrink. Born in the great era of Enlightenment revolutions, will the French live up to their best or launch another round of terrors? Habe ich auch echt noch ins Industriezeitalter geschafft? Okay. Ich forge noch schnell den ganzen Rest und dann können wir quasi hier in der Industrie und können dann schon in die Gegenwart gehen, ey. Ah, es wird auf jeden Fall krass werden. Jetzt wird das auch langsam alles neu für mich. So weit war ich nämlich noch nie. Tierschule. Schwere Waffe. Ah, jetzt kommen die schweren Waffen langsam. Was macht denn schwere Waffe? Das ist diese Unterdrückung, ne? Kann befestigungslang angreifen, entfernen, Status eingegraben, das Ziel. Okay. Er kann entweder bewegen oder schießen und kann sich nicht gegen Nahkampf verteidigen. Kolonialblaupause. Kohle. Bahnhof. Oha, dieser Bahnhof kann außerhalb der Stadt errichtet und für Militäreinheiten verwendet werden, führt jedoch in der Nähe von Industriegebieten auch zu einer Produktionsstelle. Er stellt zu angrenzenden Bahnhöfen führende Schienen, okay, quasi von A nach B Sachen transportieren. Ja, hier sind unsere Kürassiere und unsere Linieninfanterie.
Kohlegeneration. Seins Nahrung pro Aufpowernviertel. Ja. Jetzt kommt quasi Strom mit dazu und Verschmutzung als neues Feature. You expect greetings? Blades would be more appropriate. Oh, wir lassen hier mal noch ticken. Ich meine, wir machen ja auch Plus, ne? Nee, aber nicht. So, er verliert mehr als ich verliere. Alter. Es war so klar, also diese Distrikte werden. Alter. Wir werden durch die Decke gehen. Hier würde ich eventuell noch einen Markt hinbauen wollen, dann hier später hier rum. Hier die Dinger hinsetzen. San Lorenzo. Was war's denn nun nochmal jetzt hier? Achso, stimmt, du warst die eingenommene Stadt. Ich könnte den einfach ersetzen, den Bau. So, das sind Werte. Das ist ein Forschungsviertel. Texas. Die wird abgehen, die Stadt. Parsa, unsere erste kombinierte Stadt. Wie sieht's denn hier aus jetzt? Hier nahrungstechnisch bist du wieder gut. Hast dich gefangen. Naja, produktionstechnisch gehst du ja durch die Decke, ey. Dann machen wir erstmal. Machen wir mal erstmal hier 17 Gold. So. Bauen wir das erstmal. The written word was previously available to a small, often wealthy elite. Mass dissemination. But will it be of information or of propaganda? Tja, das ist die Frage. Also jetzt müssen wir genau aufpassen, was wir haben. Wir wollen Edo, Tetz, ach keine Ahnung, wir wollen die beiden Städte haben. Und dann wollen wir Chalbi haben und weiß ich nicht mal, wie die Region hier heißt. Dachte mir hier gar nicht. Terra Rosa. Okay, gib Tessa Dingsbums. Gib die wo? Und wo ist denn das? Okay, das will ich haben. Wo bist du? Ach, die hier oben hatte ich noch nicht erobert von ihm. Ah, die kann ich ihm so wegnehmen. Nach dem Krieg geht das ja. Okay. Ja. Okay. Geht leider nicht. Kapitel. You have my appreciation. So. So, jetzt werden wir hier mal ein paar Städte zusammenlegen. So, Gemeinden war die schon mal zusammen.
dann gehört der ganze Haufen schon mal uns. So, dann auf jeden Fall. Ruinen kann ich jetzt wieder aufbauen. Oder muss ich hier jetzt einen neuen? Ah, ich muss ja einen neuen Außenposten gründen. Ja. Let's go, boys! Forschung! We need more Forschung! Alter, die fährt. Jetzt wird's fucking lustig. So. Ja. Yeah. Ah, guck, die bringen überall so viel. Das ist halt das Lustige daran. Oh. Das war sofort gelöst. Hier sogar stärker. Ne, hier ist stärker. Aber hier werde ich. Ja, wir kriegen ja so viel Stabilität, Alter, das ist Wahnsinn. So, du kriegst erstmal eine Expertenpolitik. Zack. Du musst nämlich jetzt erstmal wachsen. Warte mal, was sind das für Distrikte hier? Was sind das hier? Wo ist eine Stupa? Wo ist ein Forschungsviertel? Nämlich auch Papyrus setzen. Ja. Gold setzen. Okay, das ist jetzt sehr verwirrend, dass die so lang gezogen hier. Die wird sich dann irgendwann Laventa noch eingemeiden oder Laventa wird sich. Nee. So. Eine Megastadt hier unten. Aber du brauchst jetzt erstmal Wachstum. Okay, die ganze Basisgedönse hat er hier schon drin. Das ist sehr schön. Wo ist denn meine Kornkammer? Das hier unten sieht stark nach einer Kornkammer aus. Sieht stark nach einer Kornkammer aus. Leiden. Oh, verseucht. Die Händler haben eine Seuche eingeschleppt. Es war eine biologische Kriegsführung unserer Feinde. Was haben wir hier? Plus ein Handfluss pro Hand. Ja, dann würden wir endlich mal. Plus ein Fluss auf Schmiedeviertel. Oh, das mache ich. Dann kommen wir auch hier in den. Zack, 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 dann müssen wir nur noch hier oben klären. Ticket. Oh, meine Lieben. Was dann für heute?
haben wir doch endlich gut was bekommen. Jetzt mit den Franzosen, Alter. Uff. Werden wir so durch die Decke gehen, zeig euch. Jetzt mit den ganzen Forschungsvierteln und den... der 10% Flat-Forschung. Hier nochmal die Wissenschaft pro Wissenschaftsproduktionsfelder und... boah, Alter. Dann haben wir hier das Dogma noch mit Wissenschaft für Forschungsviertel und Wissenschaft auf strategische Ressourcen. Ja, das ist mal ein harter Fokus auf Wissenschaft. Hätte man wahrscheinlich noch stärker machen können. Ja. Ich glaube, dann werden wir dann langsam anfangen, uns ein bisschen mehr auf Geldproduktion zu gucken. Das wäre so 2.000 bis 3.000 pro Runde machen, damit wir uns auch ein bisschen mehr Militär leisten können. Und dann machen wir, gucken wir hier, dass wir überall die wundersamen Effekte noch zusammenbekommen von allen Sachen. Das hier durch die Decke, Alter. Guckt euch das an hier, Alter. Silber gibt mir nochmal 15% Wissenschaft, Alter. Boah, das ist... Alter, das ist so viel. Vor allem so viel Stabilität, wie das auch alles gibt, ne? Wo wir nur bei angespannt sind. Achso, weil wir zwei neue Städte geholt hatten. Guck mal, selbst hier konvertiert alles zu unseren... zu unserer... Das ist Wahnsinn. Er hat hier Zeus-Statue und verbotene Stadt gebaut. Wir haben halt Mausoleum gebaut. Ah, das könnten wir auch nochmal machen, ne? Wir könnten jetzt ja mal die Wunder reingucken, in die großen und in die neuen. Bevor wir Schluss machen. Uff, es gibt nochmal ordentlich Produktion. Oh, nochmal 10% Wissenschaft. Na, ah, Machu Picchu. Hat er sich geholt. Schade. Hätte ich natürlich gern gehabt, Machu Picchu. Boah, das gibt Flat. Muss auf Küstengewässer platziert werden. Kann nur einmal pro Welt gebaut werden. Das ist, glaube ich, gut. Das gibt Wissenschaft und Geld Flat. Und wir haben jetzt Wissenschaft so viel prozentuale Boni obendrauf. Pro Anzahl an Gebieten in eurem... Ja, das nehmen wir, glaube ich. Okay, das brauchen wir hier nicht mehr. Das sind alles die alten hier. Nahrung pro Glaube. Ja, das ist alles Notre Dame. Ja. Das sind alles die alten. Wir nehmen die Freiheitsstatue. Muss an der Küste gebaut werden. Ah, Jungi war. Ja. Okay. Dann ist jetzt aber wirklich Schluss für heute. Oh, heute die Folge aber lang geworden. Naja, hab da ein bisschen mehr. Dann, wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.